Mein Name ist Daniel Malchert. Ich bin Uhrmachermeister in vierter Generation hier in Quedlinburg. Und es ging los mit meinem Urgroßvater Georg Malchert, der 1919 nach Quedlinburg kam. Nach seinen reisenden Gesellenjahren kam er dann nach Quedlinburg und hat hier sein erstes Geschäft eröffnet, hier in der Bockstraße. So wurde das von Generation zu Generation dann weitergeführt, bis ich dann an der Reihe war. Ich habe dann 1997 den Uhrmacher gelernt, in Glashütte, den Beruf des Uhrmachers, und habe von 97 bis 2000 in Glashütte gelernt. Ab 2000 habe ich dann bei Nomus Glashütte gearbeitet in der Forschung und Entwicklungsabteilung und konnte dort alle Raffinessen der Uhrmacherei kennenlernen. Und 2011 kam dann für mich die Entscheidung, zurück nach Quedlinburg zu gehen, ins elterliche Geschäft oder besser gesagt in die eigene Werkstatt über dem elterlichen Geschäft, um dort meine eigene Uhrenwerkstatt zu gründen. Und dort kann ich eben das machen, worauf ich Lust habe. Und mein Ziel war es immer, meine eigene Uhr auf den Markt zu bringen. Ja, es hat dann auch nicht lange gedauert. 2013 habe ich dann meine erste eigene Uhr auf den Markt gebracht, das Modell Schlössberg. Ja, und mein Ziel war es, eine Uhr auf den Markt zu bringen, die mich irgendwie verkörpert, sage ich mal. Also die das nach außen bringt, was ich an Erfahrungen in Glashütte gemacht habe oder gesammelt habe. Und natürlich dann auch die Verbindung zu Quedlinburg. Deswegen schon der Name Modell Schlössberg, typisch für Quedlinburg. Eben der Schlössberg, man sieht den, egal aus welcher Richtung man nach Quedlinburg reist, ist das Wahrzeichen. Deswegen heißt mein erstes Modell auch Schlössberg. Im Innenleben der Uhr tickt ein Werk, ein Rohwerk aus Glashütte. Ich habe viele Jahre dort gearbeitet, von daher habe ich den Versuch gewagt, dort ganz einfach anzufragen, ob ich ein Glashütterwerk verwenden darf. Und mein ehemaliger Arbeitgeber hat zugestimmt und dies ist auch eine einmalige Sache oder eine einzige Sache weltweit, was mich natürlich dann auch auszeichnet, dass ich als Rohwerk eben ein Glashütter-Rohwerk verwenden darf. Also die Schlössberg-Uhr hat zwei Saphirgläser, ein Saphirglas auf dem Boden, damit man natürlich die Schönheit des Werkes betrachten kann. Und vorne auf der Zifferblattseite ist auch ein Saphirglas, damit man natürlich die Zeit ablesen kann und damit man das schön gestaltete Zifferblatt erkennt. Das war mir auch sehr wichtig bei dem Zifferblatt. Zum einen, dass man eben schön das Logo sieht von mir und dass alle Zahlen eben dieselbe Größe haben. Gerade bei einer Dreizeigeruhr ist das immer ein bisschen schwierig, bei 6 Uhr die Sekunde zu haben. Wie macht man dann unten die 6? Lässt man sie weg oder schneidet man sie ab beim Druck? Ich wollte alle Zahlen in derselben Größe haben und dass eben die Symmetrie passt. Und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen. Und die Zeiger sind stahlgebläut. Ja, und der Minutenzeiger lag mir auch sehr am Herzen. Das ist eben eine Zeigerform. Die habe ich bei meinem Großvater im Ersatzteilschrank gefunden und ich habe mich sofort in diese Zeigerform verliebt, sage ich mal. Und war es für mich klar, dieser Zeiger kommt auf meine eigene Uhr. Der Name Schlössberg sagt ja, okay, Schlössberg ist ja was Mystisches und sollte jede Uhr dann auch so eine Art Schatzkiste haben. Und da lag es mir eben am Herzen, dass die Uhrenbox natürlich dann auch dementsprechend aussieht, wie so eine kleine Schatzkiste, wenn jemand dann seine Uhr an den Arm legen möchte. Und dazu gibt es eben diese selbstgebaute Uhrenbox, die ein Tischlermeister für mich herstellt und ja, nach meinen Wünschen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und obendrauf ist ein Siebdruck, der auch hier in Quedlinburg gemacht wird. Ist mir wichtig, dass eben alles aus einer Hand kommt und dass ich wirklich von meinem Produkt so überzeugt bin, dass ich da wirklich ruhigen Gewissens die Uhr an meinen Endkunden weitergebe und dass sie das alles wertschätzen, was ich hier mache.